Und da sind wir wieder zurück bei Final Fantasy 7 Remake Integrate auf der PlayStation 5 in der Episode Yuffie. Und wir wurden doch gebeten. Ich wurde gebeten. Hohoho, mach doch mal Ramu. Jetzt, wo wir, Sonon dabei haben. Ich muss mir seinen Namen noch ein bisschen merken. So, dann gehen wir mal wieder rüber zu dem kleinen Bengel, der mich immer wieder so massiv an, an Hope erinnert aus Final Fantasy 13 und dem ich am liebsten jedes Mal für sein Gesicht ins Gesicht klatschen würde. Aber, whatever. Solange wir nicht gegen Sephiroth kämpfen, ist ja alles gut, würde ich sagen. Und da ist Yuffie noch ganz weit von entfernt. So, da entlang. Hier entlang. Da runter. Einfach an der Meute vorbei. Durch die Ecken und Kanten. Ja, ja, du mich auch, blöder Shinra-Soldat. Da, da sind wir auch schon wieder. Bist du jetzt bereit, dich dem Kampf gegen die Esper zu stellen? Nö, aber ich mach's trotzdem. Probieren wir mal unser Bestes. Sonon wird schon irgendwie richten. Hey. Okay. Ach, Yuffie ist noch gar nicht so weit. Yep. Ah, das findest du aber schon derbe, ne? Oh boy. So, auch jetzt, wo ich das mit dem Werfen drauf habe, ist das doch noch einiges nicer, mit ihm hier anzugehen. Au. Nein, 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 nein. So. Jetzt können wir aber einmal kurz Gegenstände und einen Supertrank auf Yuffie. Wir nutzen aber die Gelegenheit auch nochmal, um mit ihm hier... Fertigkeiten hatten wir ja noch. Wirbelsprung, Kampfgeist. Erhöht vorübergehend die Angriffskraft und fokussiert die Angriffe an... Ja, das ist gut. So, und wir gucken uns mal eben schnell die Analyse an. Warum denn eigentlich nicht einfach mal Ramu analysieren? Wirksam, Wind. Haben wir Windmagie dabei? Ich glaube nicht, meine Damen und Herren. Wir haben natürlich keine Windmagie dabei. Naja, gut. Dann, Resistent gegen Feuer und Eis. Das ist natürlich... Aber egal, passt schon. Dann machen wir es einfacher. Dornlanze, raus da! Knack! Au! Au! Boy! Die Energiesphäre habe ich ja gar nicht gesehen. Ich sollte vielleicht auch mal den Angriff von auswehren. Abwehren. Und... Oh! Okay. Beeindruckend. Ich habe die Kampfdaten analysiert und die Synthese der Beschwörermaterie abgeschlossen. Du bist so schnell wie der Blitz, Yuffie. Die Esper Ramu, Gebieter über den Himmel, wird dir ein passender Partner im Kampf sein. Wobei er mich aber auch ein bisschen an, an Dende erinnert aus Advent Children. So, wir haben aber jetzt... Moment, haben wir jetzt einen neuen Esper freigeschaltet? Muss ich gleich mal hier prüfen. Der hast du gezeigt, wo der Hammer hängt. Nee, haben wir nicht. Aber jetzt haben wir... Das ist sehr bedauerlich. Jetzt haben wir... haben wir... natürlich... einen Esper zur Verfügung. Und zwar Ramu. Da sage ich doch nicht nein. Obwohl, ich bin echt am Überlegen. Eigentlich finde ich es gar nicht so praktisch, ihr Ramu zu geben. Ach doch, die nehmen. Die bleibt bei Ramu. Why not? So, hier kommen wir leider nicht mehr rein. Dann würde ich sagen: Ab in Shinra-Gebäude. Gucken wir mal, wie das Ganze. Was er so ablaufen wird.
wie die Story noch weitergeht, ob wir diese ultimative Materia finden werden, von der Yuffie die ganze Zeit spricht. Und all der andere Kram. So, ab geht die Post. Bist du bereit? Na sicher. Gut, dann wollen wir mal. Das Letzte. Was ist hier los? Wie lange sollen wir denn noch warten? Verdammt! Was ist denn hier los? Derzeit operieren wir durch den Vorfall im Reaktor mit einer reduzierten Anzahl an Zügen. Zudem ist der Bahnhof in den Slums von Sektor 5 gesperrt. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ich warte seit Stunden. Das gibt's doch nicht. Hey. Wegen der Explosion fahren jetzt weniger Züge. Wenn ihr den nächsten nicht kriegt, sitzt ihr hier fest. Ihr solltet euch also beeilen. Zug ja schon. Bitte steigen Sie ein. Na dann, viel Erfolg. Und entschuldigt die Eile. Ich kotz gleich. Ist dir schlecht? Geht schon irgendwie. Solange ich stehen bleibe zumindest. Lach nicht. Melfi ist auch immer schlecht geworden. Auf Schiffen und Chocobos. Züge wären wohl keine Ausnahme. Wer ist Melfi? Meine Schwester. Wir wurden zusammen von deinem Vater unterrichtet. Sie hatte großes Talent. Kurz vor dem Frieden lief eine von Shinras Maschinen plötzlich amok. Melfi wollte helfen. Das ist meine Rache. Aber ich bin nicht deine Schwester. Wie ist die Lage? Die Turks haben übernommen. Alles läuft nach Plan. Direktor, bitte überdenken Sie den Plan. Ich flehe Sie an. In den Slums von Sektor 7 leben rund 50.000 Menschen. Ach, Reef. Dann evakuieren Sie den Sektor. Wann entledigst du dich endlich dieser unangebrachten Naivität? Reef. Wir müssen die Räder ins Rollen bringen. Für unser aller Wohl. Sieh dir mal die ganzen Leute an. Lass uns schon gehen. Mir wird sonst noch schlecht. Warten Sie, ich habe Fragen. Sie arbeiten doch für Shinra, oder? Die Terroristen sollen als nächstes Sektor 7 im Visier haben. Oh, haben Sie es wieder auf den Reaktor abgesehen? Hey! Treten Sie zurück! Da ist ein Aufzug. Lass uns gehen. Zeig, was du kannst. Komm schon, komm schon. Also.
Wartet mal! Huh? Welche Etage? Keller. Waffenentwicklung. Nach unten. Vorsicht an die Tür. Wirklich? Was für ein Rückschlag. Von Wutai hätte ich mehr erwartet. Sich mit Avalanche zu verbünden und auf Terroranschläge herabzulassen. Dabei heißt es immer, die Wutaianer wären ein stolzes Volk. Ist wohl auch inzwischen Schnee von gestern. Die Wutaianer von heute sind nur noch lästiges Ungeziefer unter Shinras Stiefel. Oder ihr stimmt mir doch ganz sicher zu. Natürlich. Ganz richtig. Lächeln steht dir. Oh, wie ich Scarlett hasse. Verdammt! Das war meine Chance. Das eben war die Leiterin der Waffenentwicklung. Ihre Maschine hat Melfi getötet. Beruhig dich, Sonnen. Bleib ruhig. Unsere Mission. Erinnere dich. Du hast recht. Tut mir leid. Schon gut. Ich kann deine Wut sehr gut verstehen. Sie hätte uns wenigstens sagen können, wo die Materia ist. Wo führt sie uns nur hin? Wir finden es schon heraus. Irgendwo muss dieses Labor ja sein. Materialeinchen, warte auf mich. Okay, ich weiß gar nicht, ob das der Report aus Rektor Sektor 5 ist. Aber ich könnte es mir schon gut vorstellen. Die haben ja hier einige Crossovers gehabt. Ich meine, Tifa und Barrett haben wir ja auch schon gesehen. Jesse, Biggs, Wedge ebenfalls. Also von daher, ich kann es mir echt gut vorstellen, dass das der Fall ist. Genau, dass das nicht deren Story ist. Ich finde das schön, wie die hier so in den Hintergrund geraten und man dann halt eben eher sagt so, ey, ihr habt jetzt eine andere Story am Laufen. Blöd fand ich halt eben wieder diese Sache mit dem mit der unsichtbaren Barriere. Das war ein, was, denke ich mal, deutlich auf die Mäuren zurückzuführen ist. Wir laufen hier erst einmal kurz im Kreis, bevor wir dort in dem das Ding gehen. Ah, okay. Hier geht es tatsächlich lang. Dann gehen wir doch nochmal in diesen Raum. Ziemlich ruhig hier. Hier kommt man nicht rein scheinbar. Schade. Oh, okay. Ich sehe sie schon. Die Gegner. Wow, sieh dir das mal an, Sonon. Kriegsmaschinen, soweit das Auge reicht. Shinra scheint es echt ernst zu meinen. Das kann man über dich aber auch sagen. Na klar, ich bin nämlich ganz anders als mein alter Herr. Dieser nutzlose Jammerlappen. Ich mache immer ernst. Wie geht es Master Godo eigentlich? Der wurde von der Übergangsregierung in den Knast geworfen. Da kann sich der Hitzkopf mal etwas abkühlen. Rede nicht so schlecht über ihn. Godo ist immerhin mein Lehrmeister. Ja, du hast recht. Reden wir über was anderes. Ich reg mich sonst nur wieder auf. Zurück zur Mission. Langsam habe ich wieder voll von eurem Gequatsche. Wie wäre es stattdessen, wenn wir mit unserem
Experiment beginnen. Aber nicht, dass ihr mir jetzt schon drauf geht. Ich habe doch noch so viel für euch geplant. Testsequenz eingeleitet. Beginne Aufzeichnung von Kampfdaten. Ah, sehr toll. Und ja, da gebe ich dir völlig recht. Mit den Mäusen. Ich finde halt eben, es ist nur keine gute Erklärung. Also an keinem einzigen Punkt. Hey! Wir können ja einfach mal hier Blitz werfen. Ich sollte das Ding eigentlich ganz gut vermöbeln, sage ich doch. Aufzeichnung abgeschlossen. Nächster Test wird vorbereitet. Was? So, wo sind sie denn? Da sind sie. Achso, das sind nur die Viecher. Hoppla. Die Viecher sind jetzt nicht so dramatisch, aber da kommt sicherlich noch irgendwas Großes hier aus dem Boden, würde ich sagen. Ja, wo sind sie denn? Da sind sie. Elektroschock-Blubber-Dingsbums. Erstmal kurz was rüberwerfen. Und einsammeln. Und rüberwerfen. Und einsammeln. So geht das auch. So. Oh, da fällt mir gerade etwas ein. Das ist gar nicht so verkehrt, dass ihr mir empfohlen habt, dass ich mal Ramur an Land hole. Denn als allererstes machen wir hier nochmal Blitzra auf das hässliche Drohnenvieh. Genau deswegen. Aufzeichnung abgeschlossen. Wie hat euch das gefallen? Ihr seid besser, als ich gedacht habe. L2 im Kampf drücken. Okay. Na los. Worauf wartet ihr? Diese dumme Kuh! Doch hört ihn wohl nicht. Wie sollen wir denn da bitte raufkommen? Ganz einfach. Runter mit dem Ding. Das sieht doch gut aus. So sollte es gehen. Sondern... Mach mir meine Räuberleiter. Na komm schon her. Ja, ganz gemütlich entlang spaziert. Beweg mal deinen Popo, Junge. Die hübsche Dame möchte hier ganz gerne mal durch. Na, rüber. Gern geschehen. Haben wir hier noch irgendwo ist. Da drüben haben wir noch Kisten, aber da kommen wir irgendwie nicht mehr dran. Na gut, okay. Weiter geht's. Mit Verlaub. Die beiden erreichen bald die Forschungsanlage. Lassen wir sie noch ein wenig. Finde heraus, warum sie hier sind. Oh. Du hast sie doch gesehen, oder? Um so weit vorzustoßen wie unsere dreisten Eindringlinge hier, braucht es mehr als nur Glück. Ninja aus Wutai. Noch grün hinter den Ohren.
haben einen weiten Weg hinter sich. Wir sollten sie herzlich willkommen heißen. Ich werde mein edles Ross für seinen Einsatz vorbereiten. Halte mich derweil auf dem Laufenden. Ja. Deaktiviert die Stromversorgung. Zugang zu geheimen Daten limitieren. Findet heraus, warum sie hier sind. Und verliert sie nicht aus den Augen. Zap! So, das haben die jetzt aufgezeichnet. Jetzt wissen sie, warum wir hier sind. Oha. Hm, ich hechte etwa Materia. Endstation Ratten aus Butai. So, du hast gesagt L2. Oh. Oh. Wir kriegen das Synchronisationskommando. Sonne und Yuffie können zusammen eine Vielfalt von Angriffen ausführen, mit denen der Gegner leicht ans Straucheln gebracht werden kann und schockanfälliger wird. Wenn sowohl Yuffie als auch Sonnens ATB-Leisten aufgeladen sind, können sie zusammen Sonderformen einiger Fertigkeiten ausführen. Im Synchronisationsmodus füllt sich Sonnens ATB-Leisten nur langsam. Drücke jetzt frei. Brauchst du mich? Okay, gut zu wissen. Lass mich mal. Okay, das müssen wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer angucken, wie das mit dem Synchronisationsmodus läuft. Ist aber ganz schön dunkel hier. Muss am Strom liegen. Die Anlage steht auch. So, jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Okay, auf den ersten Blick sah das nämlich aus wie ein riesengroßer Roboter. Irgendwie hier so links, rechts seine Ärmchen. Aber scheinbar nicht. Na gut. Weil hätte ich nämlich das leicht hätte. Nee. Wenn das nur ein riesiger Roboter gewesen wäre. Hier machen Sie also Ihre Materia. Sieht aber aus wie ganz normale Materia. Nicht die, die wir suchen. Ultimative Materia, normale Materia. Ich nehme sie alle. So sieht's aus. Genau, wenn das nämlich so ein riesiger Roboter wäre, dann wäre ich nämlich fast in die Gefahr gelaufen, zu spoilern. Was heißt zu spoilern? Eigentlich ist es dann. Es ist schon ein Boss-Spoiler, wenn ich sagen würde, dass es da einen Roboter gibt und so weiter. Aber das wäre jetzt auch nicht so der krasse. Das wäre kein Story-Spoiler geworden, definitiv nicht. Kann auch das Ninjutsu-Element ändern. Okay, da muss ich mal echt ein bisschen besser drauf achten. Dann wird mir das Ganze hier vielleicht auch ein bisschen zugänglicher. Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfestellung, André. Stufe 1 des Hauptsystems aktiviert. Sättigung von Makroenergie initiiert. Schutzgitter wird ausgefahren. Schön, eine Materie haben wir hier. Was bekommen wir denn da Schönes? Ninja-Kanonenkugel. Okay. Würde ich jetzt ein bisschen mehr. Oh, Modifikation. Würde ich jetzt mehr Materia-Slots haben, wäre das eigentlich mega cool. Mache ich sofort. Aha, schaut mal da. Zusätzlicher Materia-Slot. Und zusätzlicher Materia-Slot.
Schauen wir doch mal, wo wir den haben. 8 Punkte nehmen wir. Gucken, wie teuer der hier wird. Zehn Punkte nehmen wir. Dann haben wir 2 neue Materia-Slots. Das finde ich unglaublich praktisch. So, magische Attacke, nee, physische Attacke. Das finde ich nochmal ganz, ganz sinnvoll, das mitzunehmen. Okay, hier kommen wir nicht mehr weiter mit den Modifikationen. Auch bei Sonon gibt es nochmal ein bisschen mehr Bonis, die wir natürlich einsetzen können, wollen, tun. So, Sphärobrett. Nein, Kristarium, zeig's mir. Stimmt, genau. Hier wollten wir nochmal das TP-Maximum erhöhen. Aber hier, physische Attacke, zusätzlicher Materia-Slot. Safe nehmen wir. Und wir nehmen auf jeden Fall nochmal die physische Attacke plus. So. Dann Ausrüstung Materia. Hier wollen wir nochmal eine Materia einsetzen. Welche nehmen wir denn? Ach ja, genau. Wir haben hier diese neue bekommen. Ninja-Dingsbums. Ninja-Kanonenkugel, da haben wir sie. Synchronisationsmodus verfügbar. Aha! Das ist doch schön. Nehmen wir die. Und bei Sonon. Da bin ich jetzt deppert. Ich habe ihn doch bei der Waffenmodifikation einen zusätzlichen Materia-Slot gegeben. Ja, Klee ist definitiv gut. Ich bin jetzt leicht verwirrt, was die Materia-Slots angeht. Na guti. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, André, dass du jetzt gerade am Genshin spielen bist. Sie haben keine Zugangsberechtigung zu den Ebenen. Na toll. Dann müssen wir wohl einen anderen Ausgang finden. Okay, der will hier nicht, der Ausgang. Der Seite ist hier vielleicht? Nee, da gibt es auch keinen. Irgendwo ein Weg, der nach unten oder nach oben führt oder sowas. Sonst nichts machen. Ah, ja, sehr gut. Ob wir hier irgendwie rüberklettern können? Also hier riecht's ja mal gar nicht nach Materia. Ich glaube, wir müssen weiter nach oben. 14. Untergeschoss. 14. Untergeschoss. Ganz schön tief. Jetzt muss ich überlegen, was? Sternchen 2? Anfängst du 7 Sternchen 2 F? Verwirrst du mich? Ja, du verwirrst mich. Warum verwirrst du mich? Balu, was soll das? Eine Schleife. Gucken wir mal, was die denn so bringt. Her damit.
Ja, aber das wäre doch eher Final Fantasy 7.0, also Crisis Core. Nee, da komme ich nur wieder dahin, wo ich gerade hergekommen bin. Die Musik erinnert mich so ein Stückchen an Mega Man. An die Stage-Melodie von Toxic Man. Bin ja echt schlau. Da ist eine riesengroße Tür vor meiner Nase. Aber ich sehe sie nicht. Na gut. Machen wir hier nochmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Und ich freue mich. Mal gucken, was uns noch hier im Shinra-Gebäude erwarten wird.